bist halt die Scheiße. Jo. Ja, uns geht's aber trotzdem. Den gefällt's in Deutschland. Die haben Arbeit. Die kriegen eine Wohnung. Ich hab auf meiner Straße, wo ich erst gewohnt habe, ich bin umgezogen. Da hab ich welche gehabt, lange Kittel, Kopftücher. Mhm. Die kriegen alles vom Staat. Ja. Ich hab noch keinen Deutschen, keinen Ausländer und waren schon etliche Länder, auch Russen. Die russische Frau, hab ich schon mal geredet. Den gefällt's allen in Deutschland. Geh mal in das Land, wo die herkommen. Mm, ja, sag, ich will Arbeit, ich will Geld, ich will eine Wohnung. Da sagen die, was? Wo kommen sie her? Wenn du sagst, aus Deutschland, sagt die, ja, dort gibt's das. Ich hab nicht gegessen mit Ausländern. Die haben das Essen, schmeckt gut. Ich hab auch so ein Fischi, da macht Nudeln und alles. Mit dem verstehe ich mich blendend. Ich hab wohl Ausländer, die bauen bei mir. Da habe ich eine Flasche Bier ausgegeben, wo ich ausgezogen bin. Ja, das ist doch gut. Polen sind das, Polen. 7 Polen. Ich bin gut zurecht, aber unsere Kanzlerin ist scheiße. Die ist scheiße. Ja. Man muss doch erstmal mal. Mein Sohn ist 52, ne? Ich bin 73. Ja. Und der hat keine Arbeit, der kriegt nur einen Euro schon. Da muss er aber das Fahrgeld selber noch bezahlen, den Ben mitbringen, Trinken mitbringen. Für einen Euro. Das ist doch nicht mehr normal, hä? Und weißt du, was er gelernt hat? Wo der dann die Lehre, also wo der dann den Beruf kriegen sollte, hab ich gedacht. Besten Maurer werden zu tun, haben wir immer bauen, ne? Nee, wir bauen jetzt mit Pappe. Ja, na klar. Hat keine Arbeit. Nee. Großer, kräftiger Kerl. Ich hab immer 92 gewohnt. Ich hab's mit der Schilddrüse. Ah, ja. Ich rauch nicht mehr. Ich hatte 4-mal Herzinfarkt. Ich hab einen Schutzengel. Ja. Ja. Keine Arbeit. Ist ja nicht so einfach. Und die neuen Lampen, die sie hier machen. Die Kacke. Die Energiesparlampen. Da habe ich einen Film im Fernsehen gesehen. Das Licht ist giftig. Ja, wenn die kaputt geht, sind die giftig, ja. Und dann, wenn die kaputt geht, dann möchtest du ausreißen. Ja, 3 Stunden darfst du den Raum nicht betreten. Ach so, das ist giftig. Du sparst zwar Strom, aber du sterbst eher. Wenn du Pech hast. Naja, was soll's. Na da, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, ich gehe, ich muss mich sehr gefreut. Ja, machen Sie mal. Mach's gut. Ciao, schönen Tag noch. Mhm.